Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Ankh 3, Kampf der Götter. In der letzten Folge, die doch ein bisschen länger geworden ist, grafische Effekte, die doch ein bisschen länger geworden ist als geplant, haben wir herausgefunden, dass vermutlich das Portal in der im Casino in der Pyramide drin ist, wir dann nicht reinkommen, weil wir nicht die vernünftigen Klamotten haben. Unser Kumpel Badawi hier Präsident werden will. Wir gesehen haben, was die Götter gerade für Schmankerl auf ihrem göttlichen Berg dort durchführen und miteinander bereden und. Und wir haben auch sie getroffen, aber noch nicht mit ihr gesprochen, mit dem jungen Mädchen, was uns beklaut hat. Wir gehen mal dahin. Oh! Die Dieben. Genau. Hinterher. Hoch da. Oh. Wow. In Slow-Mo. Das kriegen wir auch hin. Jawohl. Okay. Okay, er wohnt da hier. Baldachin, was auch immer das ist. Ja. Au! Oh, nee, nicht schon wieder die Leiter hoch. Ich habe eine Idee. Moment, ich habe da irgendwas gesehen. Kleinen Moment. Momente mal. Ich glaube, das wird sich jetzt hier nämlich immer im Kreis drehen. Genau. Wir müssen hier die Fluchtmöglichkeit nehmen. Yeah! Und zwar, guck mal hier. Seht ihr das hier unten? Geht das? Ja, ja, ja. Ich hab die Leiter losgebunden. Dann gucken wir mal. Yeah! Wow! Du kannst gleich die Baldachin runterspringen. Komm. Und los! Jawohl! Autsch! Ja! Oh! Ich falle! Ich hab dich! Hab ich dich! Du hast mir das Leben gerettet! Ich schulde dir was! Was? Ja, genau! Den Kram, den du mir gestohlen hast! Her damit! Ist ja gut! Nimm einfach das hier! Was ist das? Das ist meine Beute vom heutigen Tag. Du willst mir Diebesgut andrehen? Sieh es doch mal so. Du kaufst mir ja nichts ab, sondern du nimmst nur ein Geschenk an. Du hast also gar keine Straftat begangen. Macht das keinen Sinn. Aber ich nehm's trotzdem. So, alles geklärt. Bist du jetzt zufrieden? Wenn ich's mir recht überlege, du bist mir immer noch was schuldig. Na gut. Ich würde dir noch ein paar Gegenstände besorgen, wenn du möchtest. Egal, was es ist, ich kann es dir besorgen. Niemand ist besser als ich. Okay. Und wie funktioniert das? Ein tolles Angebot. Und wie soll das funktionieren? Du machst mir einfach eine Zeichnung von dem Objekt, das ich für dich besorgen soll. Wie gut, dass mich mein Vater 2 Jahre lang auf die technische Zeichenschule geschickt hat. Weil er wollte, dass ich wie er ein Architekt werde. Okay. Bis später dann. Und schön ordentlich zeichnen, damit ich auch was erkenne. Okay, was ist das hier eigentlich, die Schmiererei? Da hat sich ein unbekannter Künstler verewigt. Naja, ob das in diesem Viertel wirklich so erstrebenswert ist? Und hier ist so ein Pfandleiher. Was haben wir denn eigentlich gekriegt hier? Die Beute der Dieben. Okay, mach auf. Was haben wir denn da? Eine Spielzeugmaus zur Unterhaltung grausamer Katzen. Die Maus ist bereit. Okay. Ein Blasebalg. Der Notizblock des Kommissars. Ach, damit wollen wir bestimmt malen oder schreiben. So, jetzt gucken wir mal beim Pfandleiher hier. Der ist gerade um die Ecke.
kennen wir dich schon, nee. Guten Tag. Herzlich willkommen in meinem Laden. Geile Stimme. Hier gibt es alles, alles. Und ich kaufe auch alles, alles. Das... Sogar Alf. Dieses hässliche Kreuz, das du vermutlich bei den Jugendspielen gewonnen hast. Hey, das. Wer ist hier hässlich, du tüdeliger Trödler? Es kann sogar sprechen. Ein sprechendes, hässliches Kreuz. 5 Dinar. Das ist die Stimme von Alfred Quack von den DuckTales. Das wette ich, dass es die Stimme ist. Sagen wir 1 Dinar. Ich bin froh, wenn ich es los bin. Es ist unverkäuflich. Verdammt richtig! Ich bin ein Einzelstück und unbezahlbar. Okay, betrachte Wimpel. Fass dieses Banner der Nile-Krokodiles bloß nicht an! Ich bin ein Fan der Mannschaft! Aha. Das sind definitiv nicht meine Farben. Platz 1 bis 10 Nile-Krokodiles? Da ist aber jemand sehr fanatisch. Andere Abenteurer tun sowas vielleicht. Ich nicht. Aha. Nicht mehr als 2 Teile mit hineinnehmen. Ach, kriegen wir hier die Klamotten? 1000 Bratpfannen? Ob die der Pfandleiher wieder los wird? Die klingt bestimmt sehr dumpf. Was ist das hier oben? Da komme ich im Leben nicht dran. Keine Chance. Ich komme einfach nicht dran. Okay, Moment mal. Bis auf das Zepter ist hier nur wertloser Plunder. Das wäre reine Zeitverschwendung. Der Notizblock des Kommissars. Da komme ich im Leben nicht dran. Okay, dann ist es also nicht der Fall. Was haben wir hier? Ein Zepter. Besser das Zepter nicht anfassen. Es sieht einfach zu wertvoll aus. Sie will einfach keine Musik spielen. Ja, weil sie wahrscheinlich wieder Geld braucht. Krimskrams... Krimskrams, Harfe. Aha. Neben musikalischem Talent braucht man für solch ein Instrument unglaubliche Fingerfertigkeit. Beides ist mir leider nicht gegeben. Aber hier ist nichts weiter. Da steht, weltweit einzigartig. Okay. Ach so, wartet mal, was in der letzten Folge ich... Oh. Entweder leide ich unter Paranoia oder dieser Typ verfolgt mich tatsächlich. Und zwar konnte ich nicht mitnehmen, als wir das hier aufgemacht haben. Hier ist ein platter Fußball gewesen, das weiß ich mal ganz genau. Mitnehmen. Jawohl. Rede mit Asil. Was? Ah, ich kann mit mir selbst reden. Nee. So, haben wir hier noch irgendwas? Können wir da rein? Nee, da können wir auch nicht rein. So. Scheint ein Loch drin zu sein. Können wir... Das Loch ist geflickt. Bitte nicht mit dem Pflaster. Ich habe ein Flicken angebracht. Das macht ihn aber auch nicht wieder rund. Dann nehmen wir das hier. So aufgepumpt sieht er aus wie neu. Es ist sogar ein Autogramm von Moses drauf. Nein! Schön rund, wie ein Fußball sein sollte. Moment, wenn da Nilkrokodiles und Moses... Moment mal. Dafür kriegen wir doch Kohle. Der ist doch Fan hier von den Nilkrokodiles. Ja, Wahnsinn! Das ist ja der Originalball aus dem großen Finale von vor 2 Monaten. Sogar mit Autogramm von Moses, dem Torschützen des Siegtores. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich bin sein größter Fan. Du hast freie Auswahl. Was möchtest du? Meine Freundin und ich bräuchten neue Kleider. Sucht euch was aus. Ich habe die besten Kleider aus Luxor. Fast neu. Aber auch Komm, nur fast. Tara, endlich neue Kleidung. Gehen Sie ruhig hoch, junge Dame. Mein umfangreiches Sortiment wartet auf Sie. Ich bin dann gleich zurück. Okay, gleich. Naja, wir beide wissen ja, wie lange Frauen für so etwas immer brauchen. Oh, bitte nicht.
Ui. So, Asil, du bist dran, aber beeil dich. Wow, das ging schnell. Also, das geht ja gar nicht. Hiermit sehe ich ja aus wie eine Qualle. Was im Vergleich zu deinem jetzigen Äußeren eine enorme Verbesserung darstellen würde. Vertauscht Rollen. Beeil dich, Asil. Einige Stunden später. Also, ich weiß nicht. Oh, bitte. Ich geb's auf, ich leg mich schlafen. Ja, ich hab was gefunden. Nein. Und dafür hast du jetzt so lange gebraucht? Auf geht's ins Casino. Oh mein Gott. Wow, was ist denn hier auf einmal los? Wow. Oh, hallo, werte Katzenlady. Kinder nicht hingucken jetzt. Boah. What the fuck? Oh. Boah, ist der Raum riesig. Ein Verrückter hat aus der Grabkammer ein grell leuchtendes, hässliches, lautes, buntes Ding gemacht. Ja. Nicht schlecht. Lass uns ein wenig spielen. Wir müssen ja auch mal Glück haben. Von mit Auf welchem keinen Geld? Fall, Asil. Wir müssen dieses dämliche Ding loswerden. Wenn hier jemand dämlich ist, dann ja Miss Pferdeschweif. So jetzt. Lasst uns lieber dieses Portal suchen. Oh, wo ist Tara hin? Hier. Warum ist da... Da ist Tara. Spielt die? Hallo. Boah. Später vielleicht. Balsamierraum, aha. Okay, zum Glück kann ich da nicht rein. Da sind bloß... Okay, das sind also nur optisch... was ist... Ah. Willkommen im Casino von Luxor. Hallo. Casino? Ich dachte, das wäre ein Tempel. Das ist ja auch ein Tempel. Aber die Leute spielen um Geld. Nein, sie spielen nicht. Sie opfern. Ah! Wenn man verliert, ist es ein schmerzhaftes Opfer, aber... Nein, nein. Sämtliches verspieltes Geld fließt automatisch in unsere Opferkammer und wird den Göttern geschenkt. Ach so. Der Legende nach treten dann die Götter durch ein heiliges Portal und nehmen die Gaben an sich. Ah! Wo ist denn diese Opferkammer? Die heilige Opferkammer darf natürlich niemand betreten, außer den Göttern selbst. Außer den Göttern? Na prima, wir haben hier einen dabei. Wie bitte? Los, Ankh, sprich. Na komm schon, du hältst doch sonst auch nicht für 5 Minuten die Klappe. Sehr witzig. Toll, wenn man dich einmal braucht. Wie gesagt, die Opferkammer kann nur betreten werden von Göttern oder reich geschmückten Opfergaben. Bum, 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 also dann, bum, bum, was meinst du damit? Na, was hat uns die gute Frau denn eben verraten? Ich weiß nicht so genau. Ich musste die ganze Zeit... Also, diese Tänzerin... Oh, Asil! Aber ich glaube, sie hat irgendwas davon gesagt, dass nur schicke Opfergaben durch die Tür kommen. Genau, das Ankh und du, ihr müsst euch also als eine Opfergabe tarnen. Ha, wie soll das denn gehen? Ich bin doch keine Mumie und einen teuren Sarkophag habe ich auch nicht. Noch nicht. Verstehe. Ein dämlicher Plan. Du solltest mal ganz still sein. Da braucht man dich einmal und du gibst keinen Ton von dir. Das verstehst du. Ich kenne diese Frau. Ach so. Umso besser, rede mit ihr. Dann lässt sie uns vielleicht auch ohne Tricks rein. Nein, also, das war so. Ich habe sie enttäuscht. Okay. Warum? Das wundert mich das gar nicht.
Ich sagte ihr, ich wollte sie groß rausbringen. Damals. Aber... Aber du hast sie nur ausgenutzt. Hey, Asil. Wieso kann sie auf einmal Gedanken lesen? Unheimlich. Na toll. Nur weil du es dir irgendwann mit dieser Priesterin verscherzt hast, müssen wir jetzt... Was müssen wir nochmal? Opfergaben. Wir müssen euch herrichten. Und was fällt mir nochmal gleich zu Mumien ein? Verbandszeug und Pflaster. Darmtoilette. Ah! Oh. Raus hier, du Wüstling! Geht das? Oh mein Gott, nein! Das scheint wohl länger zu dauern. Können wir jetzt hinterher? Da ist der Sicherheitsmann gerade reingegangen. Ich bleibe lieber draußen. Aha, aha. Und nu? Was ist das hier eigentlich? Damit wäre ich der Größte auf Kairos Straßen. Oh, schnittig, schnittig. Und nu, was machen wir? Oh, was passiert? Hat der unsere Maus weggeworfen? Da ist sie ja wieder. Okay. Was ist das hier? Und ein Klo haben wir auch noch. Boom, 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 boom. Betrachte Brausestangenautomat. Tja, ohne Geld keine Brausestangen. So einfach ist das. Ein riesiger Spielchip als Werbung für das Casino. Dem Ding komme ich nicht zu nahe. Besetzt. Hallo? Verschwinde. Was dauert denn da so lange? Ich lese gerade ein spannendes Buch. Und bevor ich nicht fertig bin, komme ich nicht raus. Also verschwinde. Wie heißt denn das Buch? Ali Baba und die 40 Jungfrauen. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ist das eher ein Roman oder eher ein Bildband? Ach, hau endlich ab. Moment mal. Ist ja echt eine spannende Geschichte. Und nu? Am Ende des Romans stirbt Ali Baba an einer vergifteten Dattel. Seltsam. War das jetzt zuerst hier? Nochmal. Verschwinde. Ali Baba stirbt an einer vergifteten Dattel. Spoiler! Ich hasse dich! Wie konntest du das tun? Komm schon, es ging dir doch sowieso mehr um die Spezialeffekte. Das war's, die Spannung ist dahin. Vielen, vielen Dank. Wer ist denn das eigentlich? Ach so. Dieser Verräter! Hier hast du das Buch. Das war wohl nicht einer von denen, die immer zuerst die letzte Seite lesen. Haben wir das Buch wirklich? Nee. Klobürste. Aber hier ist Klopapier. Aha. Was haben wir hier? Okay. Können wir das hier da reinstopseln? Groß, rund, mit einem Loch in der Mitte. Passt hier nicht drauf. Kann man das irgendwie schrumpfen lassen? Wahrscheinlich nicht. Dann gucken wir mal noch hier oben weiter. Ja, da. VIP-Bereiche. Dun, 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 dun. Die kennen wir doch. Sie tanzt gerade. Ach so, sie tanzt gerade. Da geht's nicht weiter. Oh, was ist das hier?
Hier zocken, opfern die Gutbetuchten. Was ist das hier? Aber scheinbar... Scheint, als ob sie über das Geschehen da unten wacht. Können wir mit denen noch reden? Mach ja keine Dummheiten, Kleiner. Aha. Dieser Wachmann geht kein Risiko ein und verlässt sich auf bewährte Phrasen. Okay. Kopieren? Nö, ist nicht weiter. Nun gut, ich würde mal sagen, wir schauen dann in der nächsten Folge, was wir hier tun können. Ich hab jetzt erstmal keine Ahnung. Ich werde es mal probieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Firefox.